Das erste Mal bei schönem Wetter unterwegs hier mit der SMCR. Wir fahren heute von Rönkhausen den Rönkhausener Pass hoch, entlang Wilde Wiese, dem Skigebiet, und weiter bis zum Sorbesee. Hallo YouTube! Ja, es ist das erste Mal bei richtig schönem Sonnenschein, was ich hier mit der SMCR unterwegs bin. Ein bisschen mal dran gewöhnen. Eine Strecke, die mittlerweile für Motorradfahrer an Wochenenden gesperrt ist. Aber heute ist Mittwoch. Da dürfen wir noch. Also mit dem Remus-Auspuff, das hört sich schon richtig ordentlich an. Der Ton gefällt mir. Heute fahre ich mal mit einem Audiorekorder hinten im Rucksack. Bin mal gespannt, ob man das auch richtig rüberbringen kann in dem Video. Mal schauen. Ja, es sieht schön aus, aber von der Temperatur her bewegen wir uns irgendwo im Bereich um 1-2 Grad. Knapp über dem Gefrierpunkt. Also ordentliche Reifentemperaturen werden wir hier mal nicht erreichen. Aber für so eine kleine Tour tut's das alle Male. Schade.
länger drin, merke ich. Eigentlich wollte ich so viel gar nicht. Aber es hat keinen Sinn hier. Ein Auto nach dem nächsten. Oh, mal langsam hier weiter. Und oben werde ich mal sehen, ob ich da irgendwo ein schönes Foto hinkriege. Merkt auch, dass der Motor niedrige Drehzahlen eher nicht mag. Ja, wie das hier mit der ganzen Mimik hier vom Tacho, vom Display, von der Traktionskontrolle und allem funktioniert. Im Moment blinkt da immer die gelbe Leuchte. Das weiß ich noch gar nicht. Das muss ich mir erstmal näher zu Gemüte führen. Damit ich das auch nach meinen Wünschen einstellen kann. Aber im Moment reicht das erstmal so. Da oben, da sieht man, ja, ihr werdet auf dem Video, werdet ihr es nicht sehen, sieht man die Skilifte. Und vor ein paar Wochen noch, als hier noch Schnee lag, vor ein paar Tagen eigentlich noch, da konnte man hier tatsächlich Skifahren. Ist so ein kleines Wintersportgebiet hier im Sauerland. Bei Weitem nicht so groß wie der Bereich um Winterberg. Aber ja, dafür mehr für uns. Wenngleich ich jetzt nicht unbedingt der Wintersportler bin. Ich mag den Winter eigentlich eher nicht. Hier fahren wir jetzt runter in Richtung Hagen, auch Kuschishagen genannt. Selbst von den Einheimischen.
da sind wir in Hagen. Der Tacho geht ziemlich genau. Hatte hier so 51 drauf angezeigt. Von der Tafel wurden 50. Da muss man schon aufpassen dann. Dann kann man nicht mal so 10 Stundenkilometer drüber. Dann sieht man gleich das Licht.
sind wir in Amecke. Amecke am Sorpe-Stausee. Ganz schön Betrieb für die Jahreszeit. Aber kann man verstehen. Es ist die erste wirklich sonnige Woche nach längerer Zeit. Nach längerer Zeit Schmuddelwetter. Da sind hier offenbar viele Spaziergänger. Und hier vom Sorpesee verabschiede ich mich von euch. Schön, dass ihr dabei gewesen seid hier bei der ersten Fahrt bei Sonnenschein hier mit der KTM SMCR 690. Und morgen, beziehungsweise Quatsch, nicht morgen, nächste Woche seid ihr dann dabei, wenn ich hier über die Kracht und Allendorf wieder zurück nach Hause nach Plettenberg fahre. Bis dahin, macht es gut. Ciao.